Shalom. Salam und der Friede unseres Herrn und Heiland Gottes Jesus Christus sei mit euch. Wenn ihr bereit seid, den Herrn anzunehmen, ja, es ist eine Warnung. Es ist eine Verkündigung der guten Botschaft. Doch diese gute Botschaft wird nur eine gute Nachricht sein für jene, die den Herrn Jesus Christus freiwillig, aus reinem Herzen, ungeheuchelt annehmen werden. Ansonsten bleibt für all jene nur Verdammnis. Nur Verdammnis. Denn der Scheol sperrt seinen Mund auf weit und er sagt nicht genug. Nein, er will mehr und mehr. Doch ich sage dir, Satan, diese Generation musst du weichen. Du musst weichen, sodass wir so viele Fische angeln, wie es nur möglich ist. Ja, so viele Fische, wie es irgend nur möglich ist, für das Himmelreich. Ich will euch keine Furcht einjagen. Ich will euch nur die Wahrheit sagen, wie der Zeitlauf der Weltgeschichte sich beenden wird. Es wird alles sein Ende haben, was ihr seht. Ich weiß nicht, wann der Herr uns entrückt, aber ich kann euch nur sagen, seit 2000 Jahren warten wir jetzt auf ihn, auf unsere Entrückung. Und Noah hatte nur 120 Jahre Zeit. Und damals war der Messias noch nicht gekommen. Ich möchte, dass so viel wie möglich gerettet werden. Aber dafür bedarf es eine Gesinnung zurück zum Herrn Christus, zurück zur Bibel, zurück zum Ursprung aller Dinge in Genesis bis zur Offenbarung. Ja, Gott hat uns alles gegeben. Er hat uns die Schriften gegeben. Wir müssen sie nur lesen und annehmen. Wie sehr wünschte ich, alle Menschen bekehren zu können. Aber es liegt nicht in meiner Macht. Zu tief verwurzelt ist die Verstockung und die Verhärtung der Herzen der Menschenkinder. Wie einst der Pharao, der sich nicht überreden lassen wollte. Ja, und was war am Ende passiert? Er, seine Familie und sein ganzes Königreich ging zugrunde. Dieses ist ein Bildnis und eine Vorschattierung, was mit dieser Welt am Ende der Zeit geschehen wird. So sage ich euch, der nächste Akt steht vor der Tür. Der Herr klopft am Himmel an und ruft dich und sagt, willst du die Ewigkeit mit mir verbringen oder willst du deine Ewigkeit in Finsternis, Verdammnis und ewige Schande verbringen? Stell dir diese Frage jeden Tag, solange es heute heißt.
Ich weiß, ich werde bei vielen Menschen auf Anstoß. Anstoß erregen. Viele werden diese Botschaft und diese Nachricht, die ich auf diese unorthodoxe Art und Weise verkündige, verabscheuen und auch mich verhöhnen und verspotten. Aber dies sei euch kund. Hochmut kommt vor dem Fall. Und der Herr Jesus Christus hat gesagt, fürchtet nicht diejenigen, die den Leib töten, aber im Nachhinein nichts weiter vermögen. Denn der Herr selber hat die Macht, in den Himmel eingehen zu lassen und in die Hölle zu werfen. Diesen müssen wir fürchten. Ja. Was bist du bereit für die Ewigkeit zu geben? Der Herr will lediglich dein Herz. Er will nicht dein Geld. Er will nicht dein Haus. Er will nicht dein Auto oder sonstige Materialien. Der Herr will einfach nur wahrhaftige Liebe mit dir verbringen. So liegt es an dir, wie du dich entscheidest. Wie entscheidest du dich? Tag für Tag schläfst du ein und wachst auf. Und nach was sinnst du? Es ist Zeit, in dieser Generation sich Gedanken zu machen, was nach diesem kommen wird. Ich verkündige keine neue Lehre. Das, was ich verkündige, spreche ich täglich aus, das Wort Gottes. Jedwede Sektiererei verabscheue ich. So sage ich auch den Zeugen Jehovas, die den unseren Herrn und Heiland Gott den Namen verspotten und nichts wissen. Ja, denn durch jene wurde der Name Gottes zum Abscheu. Und auch über die Jahrhunderte hinweg haben wir uns von ihm, unserem dreieinen Gott, entfernt. Merkt ihr es denn nicht? Einst sind die Menschen über 900 geworden. Und jetzt? Jetzt sterben Kinder. Krankheit, Seuchen, Kriege. Je weiter die Zeitepoche voranschreitet, desto elender und weiter entfernt wird der Mensch von Gott. Merkt ihr es denn nicht? Sei mir gnädig, Herr. Das, was ich tue, tue ich nicht von mir aus. Wer denkt, dass es um meine Ehre geht, der ist nicht mehr zu belehren. Wer denkt, ich sei verrückt, der ist zu tief verankert in dieser Welt und hat die Gesinnungen des Wahrhaftigen, wie bereits erwähnt, vergessen. Gott vergessen, ja, und kennt ihn nicht. Doch der Herr wird selber wirken. Die Zeit tickt. Die Zeit schreitet weiter voran.
Keiner weiß, wann er uns entrückt. Keiner weiß, wann. Keiner weiß, wann der letzte Mensch in die Vollzahl hineinkommt. Doch eins ist gewiss. Der nächste Akt ist die Entrückung. Und diese Frage muss sich jeder stellen. Bist du dabei? Ja oder nein? Etwas dazwischen gibt es nicht. So sage ich, wie in der Offenbarung in den letzten Versen geschrieben steht. Der Unreine verunreinige sich noch. Ja, geh seinem Weg nach, wie er will, seinen Eitelkeiten und Nichtigkeiten. Doch sei dir gewiss, wenn die Christen nicht mehr auf diesem Globus sind und alle verschwunden sein werden, dann wird auch die Gnadenszeit verschwunden sein und dir wird keine Gelegenheit mehr zuteil werden, dich zurückzubesinnen. Deswegen diese Generation, solange es heute heißt, jeden Tag, danke dem Herrn. Bete den Herrn Christus, Jesus, den Sohn Gottes an. Verhärte dein Herz nicht. Geh auf die Knie. Bete mit ganzem Herzen. Flehe und schreie zu dem Herrn. Ja, es ist Zeit zu weinen. Es ist Zeit zu schreien. Es ist Zeit, sein Herz auszuschütten. Dem einen Gott. Abzulegen jedweden Stolz, Hochmut und Verachtung anderen Menschen gegenüber. Es ist Zeit, sich dem wahrhaftigen Gott endgültig zu beugen. Doch es liegt bei jedem selber. Dies ist kein Aufruf zu Gewalt. Nein, im Gegenteil, ein Aufruf zur Liebe. Und zwar zur Rückbesinnung, zur wahrhaftigen Liebe Gottes. Warum ich dieses auch alles vollziehe? Weil er liebt, nicht wir. Wir wären dazu niemals imstande. So lasst uns den Herrn preisen. Herr Jesus. Du weißt alles. Du kennst alles. Und ich will nochmals aufrufen zu einem geistigen Kampf. Jeder mit sich selber und gegen den Satan und seinen Dämonen. Dieser soll keine Macht mehr haben über uns. Nein. Der Friede Gottes durch den Herrn Christus, er soll ausgegossen werden. So lobet den Herrn, loben wir ihn vom Herzen her. Loben wir ihn vom Herzen her. Ja, nur du bist wahrhaftig. Ja, nur du, Herr. Nur du bist wahrhaftig. Schenke uns Herzen, fleischerne Herzen, Herr. Denn siehe,
Denn siehe, du bist Liebe. Du bist Liebe, o Herr. Du bist Liebe, o Herr. O Jesu. Jesu, 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 Jesu. Du bist Liebe, o Herr. Du bist Liebe, o Herr. Du nur Liebe, o Herr. Ergreife Herzen, unsere Herzen, Gott, unser Held im Himmel, der du thronst. Öffne Herzen für dich, öffne Herzen für dich, zerbrich die Steinernen, gib uns Fleischerne, o Herr, o Jesu. Oh, Jesu. Fleischerne Herzen, König Herzen, Priester Herzen, der du bist, großer König. Fleischerne Herzen, keine steinernen, schenk uns fleischerne Herr, fleischerne Herzen vom Himmel her. In diese Welt zermalme steinerne Herzen und gib Fleischerne,
Gib Fleisch, ne? Du, fleischerne Herzen, fleischerne Herzen, fleischerne Herzen, Herr. Schenke fleischerne Herzen, fleischerne Herzen, deine Liebe, deine Agape, deine Ahava, verirrsten. Verirrset eine Wacke, wir brauchen deine Hilfe, Herr. Herr Jesu. Fleischerne Herzen, fleischerne Herzen, fleischerne Herzen, schenke uns dein Licht, fleischerne Herzen, Herr. Fleischerne Herzen, Herr, fleischerne Herzen. Schenke uns. Fleischerne Herzen, Herr. Fleischerne Herzen, Herr, schenke uns. Fleischerne Herzen, fleischerne Herzen für die Welt, schenke uns, oh Jesu, oh Jesu, oh Jesu, fleischerne Herzen.
Fleischerne Herzen, Jesu, fleischerne Herzen, Jesu, fleischerne Herzen, schenke der Welt, Jesu. Nicht aus uns, Herr, nur aus dir. Nicht aus uns, Herr, nur aus dir. Fleischerne Herzen, fleischerne Herzen, schenke du uns, Herr, schenke du uns, Herr. Schenke Herzen aus Fleisch und nicht aus Stein. Fleischerne Herzen und nicht aus Stein. Fleischerne Herzen und nicht aus Stein. Denn du hast das Stein zermalmt. Ja, du hast das Stein zermalmt. Du hast den Stein zermalmt. Zermalmt hast du, Herr, den Kopf des Satans. Den Kopf des Satans zermalmt. Schenke fleischerne Herzen, schenke fleischerne Herzen, schenke Fleisch, fleischerne Herzen in diese Welt. Fleischerne Herzen, fleischerne Herzen in die Welt, fleischerne Herzen in diese Welt, o Herr. Herr Jesu, schenke Herzen in Güte, in Liebe. Fleischerne Herzen, Herr, fleischerne Herzen, o Herr, denn zermalmt ist der Stein des Anstoßes.
Fleischerne Herzen, Herr, fleischerne Herzen in die Welt, fleischerne Herzen schenken uns, schenken uns, schenken uns, Herr, fleischerne Herzen. Fleischerne Herzen, fleischerne Herzen, denn es pocht, es pocht, es pocht noch. Solange es pocht, Herr. Wenn es pocht, denn es pocht noch. Es pocht, ja, es pocht. Nacht. Das Herz Jesu pocht alle Zeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit pocht es für den Menschen. Deswegen ist er ein Mensch geworden und hat sich erniedrigt, weil sein Herz immer pocht. Bei uns Menschen scheint es manchmal aufgehört zu haben, auch wenn wir noch hauchen und Leben in uns zu sein scheint. Doch bei uns verhärten wir es oftmals. So rufe ich auf, das fleischerne Herz bei dem Herrn Jesus zu beleben, damit wir wieder Leben haben, ewiges Leben, welches der Herr ist, das ewige Leben. Der Herr, der Christus, er wurde ein Wurm, der ist auf Erden gekrochen. Wie viel mehr wir, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes des Höchsten. Ich weiß, diese Nachricht, diese Botschaft, die ich hier durchgebe, es scheint für viele unverständlich zu sein. Doch so bitte ich dich jetzt höchstpersönlich, mögest du dieses Verständnis und die Liebe in den Menschen eingeben, sodass sie endlich verstehen, um was es
in diesem irdischen Leben geht. Schon jetzt deine Herrlichkeit zu erkennen. Schon jetzt mit dir deine Himmelsgaben und deine Himmelsgüter zu erkennen. Das geht nur, Herr, wenn du uns erkennst. So bitte ich für diese ganze Welt, für jeden Einzelnen, Herr. Du kennst jeden Menschen. Siehe, ich bin nur Staub und zu Staub werde ich wieder werden. Gib Gnade noch und gib uns Geduld, Langmut. Und mögen wir das Verachten und Höhnen anderer Menschen unterlassen. Ja, schenke es uns. Diese böse Natur, die in uns weilt, rotte aus. Du hast es ja bereits getan. Am Kreuz von Golgatha hast du bezahlt. Ja, deine Währung ist dein Blut. Nur diese zählt. Dein Blut. So bitte ich dich, dass die Menschen das erkennen. Ziehe sie, Abba. Darum bitte ich dich, dass sie deinen geliebten, deinen ewigen, unendlichen, wundervollen und wunderschönen Sohn erkennen. Bitte, Herr Jesus, gieße aus von deinem Geist. Darum bitte ich dich, mein König. Ich bitte dich darum. Ich bitte dich. Von uns, wir können dich doch gar nicht erkennen. Wir können dich nicht fassen, Herr. Es geht nur durch Ruach, durch deinen Geist, durch den Tröster. Er tröstet uns. Ja, er tröstet uns und verherrlicht deinen heiligen Namen. Bitte, wir brauchen ihn. Wir brauchen Ruach HaKodesh, den Geist deiner Heiligkeit. Gieße bitte aus auf der ganzen Erde, auf dem ganzen Universum, sodass die Menschen dich loben und preisen und lieben und anbeten. Dafür, für deine Schöpfung, doch viel mehr. Für deine Tat von Golgatha, das Wort vom Kreuz allein. Ohne Redewendungen, ohne Wenn und Aber. Einfach nur das Kreuz von Golgatha erkennen, wahrnehmen, verstehen, lieben. Amen. Ja, du hast es gehört. Und auch ihr Heerscharen, ihr Diener, ihr habt es gehört. Und auch ihr Zuhörer und Zuschauer, wenngleich es auch dunkel ist, ihr habt es gehört. So bete ich den Segen für euch alle. Yevarechecha Adonai veYishmerecha Ya'er Adonai Panayv Elecha Bichuneka Yesa Adonai
Panai felecha. Vayasem lecha. Shalom. 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 Adonai. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. So bete ich das Gebet, welches der Herr uns gelehrt hat, unser Vater unser. Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja. Amen. Amen.